Drei Kinokarten bitte. Mit Decken, Getränken und Essen im Kofferraum machen sich heute Familien im US-Bundesstaat Virginia einen schönen Filmabend. Im Autokino. Und das ist auch ein wenig wie eine Zeitreise, denn Autokinos waren in den USA der 60er Jahre das Symbol des American Way of Life. Und noch heute schwingt ein bisschen Nostalgie mit. Als ich jung war, waren das Rendezvous. Im Autokino Filme gucken. Die Kinobesucher können von ihren gemütlichen Autositzen oder Picknickdecken aus auf die riesige Leinwand gucken. Für viele ist das ein besonderes Erlebnis. Es ist anders. Du sitzt draußen mit frischer Luft, schaust in die Sterne und bist an keinem überfüllten Ort. Streamingdienste im Internet und normale Filmtheater machen den Autokinos das Leben schwer. Von den rund 4000, die es in den USA in den 60er Jahren gab, sind heute nur knapp 300 geblieben. Doch die wenigen, die es noch gibt, überleben. Denn der Charme aus alten Zeiten zieht immer noch Besucher an.